Am 11. Februar 1946 dann die Sensation. Als Zeuge der Anklage im Gerichtssaal Feldmarschall Friedrich Paulus, der Oberbefehlshaber der 6. Armee, der in Stalingrad kapitulieren musste. Die sowjetischen Ankläger haben Paulus unter strengster Geheimhaltung aus Moskau nach Nürnberg gebracht. Jetzt soll er über die deutschen Angriffspläne gegen die Sowjetunion seine Aussagen machen. In den Augen der angeklagten Militärs ist Paulus nichts weiter als ein Verräter. Dem Allmächtigen und Allwissenden, that I will speak the pure truth, dass ich die reine Wahrheit sagen, and will withhold and add nothing, dass ich nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Bitte setzen Sie sich. Sagen Sie, Herr Zeuge, was wissen Sie über die Vorbereitungen der Hitler-Regierung und des deutschen Oberkommandos für einen bewaffneten Überfall auf die Sowjetunion? Bei meinem Dienstantritt fand ich in meinem Arbeitsbereich unter anderem eine noch unfertige operative Ausarbeitung vor, die einen Angriff auf die Sowjetunion behandelte. Diese operative Arbeit war ausgeführt worden von dem damaligen Generalmajor Marx, Chef des Generalstabes der 18. Armee, der zu diesem Zweck vorübergehend zum Oberkommando des Heeres kommandiert gewesen war. Der Generalstabschef des Heeres, Generaloberst Halder, wies mir die Weiterführung dieser aufgrund der Weisungen des Oberkommandos der Wehrmacht auszuführenden Arbeit zu. Nach 76 Verhandlungstagen schließt die Anklage Anfang März 1946 das Beweisverfahren ab. Wochenlang sind die Verteidiger den Ausführungen der Anklage gefolgt, haben gelegentlich Kommentare abgegeben oder Zeugen ins Kreuzverhör genommen. Jetzt sind ihre Mandanten an der Reihe zu gestehen oder die Beweise zu entkräften. Die Anwälte sind uneins über ihre Strategie. Da gab es sehr unterschiedliche Auffassungen. Wenn ich mal von den beiden Extremen ausgehe, die eine sagte, das ist ja ein ganz normales Strafverfahren gegen Verbrecher. Da muss jeder sehen, seinen Mandanten so gut wie möglich zu verteilen. Alle anderen gehen ihm nichts an. Und die andere Auffassung war die, es handelt sich um ein politisches Verfahren, was auch immer hier vorgebracht wird gegen irgendeinen der Angeklagten, wird insgesamt den Deutschen auf das Negativkonto geschrieben. Wir müssen also versuchen, die Angriffe so weit möglich gemeinsam abzuwehren. Und wir müssen versuchen zu vermeiden, dass ein Angeklagter den anderen belastet. Denn das ist gewiss das, was die Anklage gerne sehen würde. In Zimmer 57 des Justizpalastes haben die Verteidiger Gelegenheit zum Gespräch mit ihren Mandanten. Vor allem einer hat seit 4 Monaten auf seinen großen Auftritt gewartet. Am 13. März 1946 bringt Hermann Göring seine Version der Geschichte vor und zeigt im Zeugenstand keinerlei Reue. Er will den Deutschen in diesem Prozess seine Legende hinterlassen. Der Reichsmarschall hat seine Drogensucht überwunden und stark abgenommen. Sie hätten ihn in früheren Zeiten sehen sollen, äußert sich der Mitangeklagte Albert Speer anerkennend. Ein fauler, korrupter, verantwortungsloser Rauschgiftsüchtiger. Göring ist entschlossen, den Gerichtssaal und die Weltöffentlichkeit in seinen Bann zu ziehen. Trotzdem ist der Nazi Nummer 1 nervös. Er war arrogant, sehr arrogant sogar. Er machte keinen Versuch, Wohlwollen im Gerichtssaal zu erreichen. Er erzählte seine Geschichte auf seine Weise.
Natürlich rechtfertigte er, was geschehen war, so gut er konnte. Das zu rechtfertigen war ziemlich schwierig. Er ließ einfach das Schlimmste weg. Ich persönlich kann ja nur für mich sprechen, habe alles getan, was irgendwie in meiner persönlichen Kraft gestanden hat, die nationalsozialistische Bewegung zu stärken, zu vergrößern und unablässig daran gearbeitet, sie unter allen Umständen in die Macht, und zwar die alleinige Macht, zu bringen. Jackson macht sich keine Sorgen, dass er nicht genug Beweise für die Verbrechen hat. Er benötigt kein Geständnis von Göring. Die Anklage hat eine umfassende Dokumentation zusammengestellt mit vielen von Göring unterzeichneten Schriftstücken. Jackson befürchtet aber, dass Göring seine Aussage dazu nutzen könnte, um bei den Deutschen eine neue Begeisterung für den Narzissmus zu entfachen. Robert Jackson ist ein versierter Ankläger. Er weiß genau, wie man eine Menge Beweise auf das Wesentliche reduziert. Welche Fakten wichtig und welche unwichtig sind, um so die entscheidenden Fragen herauszuarbeiten. Nach 3 Tagen hemmungsloser Selbstdarstellung beginnt das mit Spannung erwartete Kreuzverhör durch den amerikanischen Chefankläger. Jackson ist entschlossen, Göring keine Gelegenheit mehr zu großen Reden zu geben. Die Konzentrationslager hielten sie für notwendig, sobald sie an die Macht kamen, nicht wahr? Und deshalb gründeten sie sie. Es ist mangelhaft übersetzt worden, es ging etwas zu schnell. Aber ich glaube trotzdem, den Sinn verstanden zu haben der Ausführung. Sie fragen mich, ob ich es für notwendig gehalten hätte, sofort Konzentrationslager einzurichten, um die Opposition dort auszuschalten. Das ist richtig. Als Jackson ihn unter Druck setzte, merkte Göring, was los war und wurde wortreich und ausweichend. Seine Antworten waren lange Ausführungen. So sagte er in etwa, das macht ihr doch genauso in den USA, in Großbritannien und so weiter. Da gibt es keinen Unterschied und so weiter. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie all diese Dinge für notwendig hielten? Ja, diese Dinge wurden notwendig aufgrund der vorhandenen Gegnerschaft. Ich nehme an, Sie halten das immer noch für die einzige Regierungsform, die unter den gegebenen Bedingungen in Deutschland funktioniert. Unter den damaligen Umständen war sie nach meiner Auffassung die einzig mögliche Form, und sie hat auch gezeigt, dass Deutschland aus seinem tiefen Elend der Verarmung und Arbeitslosigkeit in kurzer Zeit zu einer verhältnismäßigen Blüte wieder gekommen war. Die Presse, wie auch Jackson selbst, halten das Ganze für so eine Art Boxkampf, den man sich ansieht. Sie erwarteten einen K.O., einen vernichtenden Schlag, einen Zusammenbruch oder ein Geständnis, etwas Dramatisches jedenfalls. Stattdessen sahen sie, wie ein großartiger Anwalt auf einen sprachmächtigen und brillanten Zeugen trifft und einen Schlagabtausch, der eigentlich unentschieden endete, wann immer es um die letzte Gewissheit in den großen Fragen ging. Wenn Sie meine Frage beantworten würden, könnten wir eine Menge Zeit sparen. Haben Sie alle Haftprüfungsverfahren verboten und es für notwendig erachtet, das zu tun, um Menschen in, wie Sie es nannten, Schutzhaft zu nehmen? Ist das richtig? Das habe ich ganz klar beantwortet, aber ich bitte, dass diese Ausführungen, die Sie eben gehörten, zu der Beantwortung mit. Justice Jackson suchte dann Hilfe beim Vorsitzenden Richter Lawrence, der Göring anweisen sollte, Jacksons Fragen direkt zu beantworten. Die Schwierigkeit ist doch, dass der Gerichtshof die Kontrolle über das Verfahren verliert, wenn es dem Angeklagten in einem Prozess dieser Art erlaubt wird, seine Propaganda zu verbreiten, und wir dem dann entgegentreten müssen.
Unglücklicherweise entschloss sich der vorsitzende Richter, Lord Lawrence, der sich des geschichtlichen Augenblicks bewusst war, Göring bei seinen Antworten nahezu unbegrenzte Freiheiten zu gestatten. So gelingt es dem amerikanischen Ankläger zunächst nicht, den Redefluss des Angeklagten zu stoppen. Nur langsam dreht sich der Kampf zu seinen Gunsten. Punkt für Punkt führt Jackson die Beteiligung Görings am Holocaust auf und belegt die Anschuldigungen mit Dokumenten. Als wir Göring auf die von ihm begangenen Verbrechen ansprachen, etwa die Verfolgung der Juden, da brach er zusammen. Er war erledigt, denn mit dem, was wir über seine Rolle bei der Judenverfolgung wussten, konnten wir ihn zugrunde richten. Er hatte nichts mehr zu sagen. Jackson hat sein Ziel erreicht. Göring tritt nicht als der neue Führer von der Bühne ab, sondern wurde anhand seiner eigenen Aussagen überführt. Ich hatte die besten Juristen gegen mich, kommentiert der Angeklagte das Kreuzverhör. Dass ich die reine Wahrheit sagen. Am 28. März 1946 ist Hitlers Außenminister an der Reihe. Joachim von Ribbentrop wird von seinen Mitangeklagten als jämmerlicher Weichling verachtet. Die Anklage legt ihm vor allem Kriegsverbrechen und Deportationsbefehle zur Last. Ribbentrops Hauptentlastungsargument, er habe seine Meinung immer bedingungslos Adolf Hitler untergeordnet. Zunächst ergeht sich der ehemalige Spirituosenhändler ausführlich in der Darstellung seines Lebenslaufs. In Kassel und in Metz, in Elsaß-Lothringen. Ich habe dann meinen Abschied im Jahre 1919 aus der Wehrmacht genommen als Oberleutnant und mich dem kaufmännischen Berufe zugewandt. Zum Beweis für seine Unschuld schickt Ribbentrop dann ausgerechnet seine Sekretärin Margarete Blank in den Zeugenstand. Das Vertrauen des Führers zu genießen, war für ihn größte Genugtuung. Und dieses Vertrauen durch Haltung und Leistung zu rechtfertigen, war sein größtes Ziel, dem er sich mit restloser Hingabe widmete. Um dieses Ziel zu erreichen, war ihm kein Einsatz zu groß. Gegen sich selbst war er in der Durchführung der ihm vom Führer gestellten Aufgaben absolut rücksichts- und schonungslos. Seinen Untergebenen gegenüber sprach er von Adolf Hitler nur in Form größter Bewunderung. War Ribbentrop mehr ein in sich gekehrter und abgeschlossen lebender Mensch oder nicht? Ja, obwohl ich 10 Jahre seine persönliche Sekretärin war, habe ich es selten oder nie erlebt, dass er wirklich aus sich heraustrat. Seine Arbeit, der er sich restlos verschrieben hatte, füllte ihn zeitlich und gedanklich so restlos aus, dass für private Dinge gar kein Raum blieb. Auf der Anklagebank ist man einhellig der Meinung, der Außenminister sei erledigt. Göring formuliert es so: Ribbentrop ist fix und fertig. Wenn das die Richter Überzeugung ist, dass dieser Punkt bereits erschöpfend behandelt war, dann. Im Zusammenhang mit der Zeugenvernehmung des Außenministers unternimmt Alfred Seidel, der Verteidiger von Rudolf Hess, den Versuch, das geheime Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts in den Prozess einzuführen. Damit wäre der Beweis erbracht, dass die Sowjetunion den hier verhandelten Angriffskrieg gegen Polen gemeinsam mit den Deutschen geplant hat. Mit allen Mitteln versucht die sowjetische Delegation, die Verlesung des peinlichen Dokuments zu verhindern. Doch Seidel kann sich am Ende durchsetzen. Wilhelm Keitel steht als ranghöchster Offizier der Wehrmacht vor dem Nürnberger Tribunal. Wie alle Militärs ist auch er der Ansicht, dass man ihn nicht zur Rechenschaft ziehen dürfe. Trotzdem zieht sich Keitel im Prozess nicht auf den Befehlsnotstand zurück. Er habe zwar gegen verbrecherische Befehle protestiert, trage aber nun die Verantwortung für die Ausführung.
Ich war Soldat, ich kann sagen, aus Neigung und aus Überzeugung. Ich muss dazu eine Erklärung geben, in welchem für den Laien und für den Berufsoffizier fast unvorstellbaren Form Hitler, Generalstabswerke, Militärliteratur, taktische, operative und strategische Studien studiert hat und ein Wissen auf militärischem Gebiet besessen hat, das nur als staunenswert bezeichnet werden kann. Ich habe doch schon dem Gericht gesagt, dass er keine Befehlsgewalt hatte, spottet Göring in der Pause über Keitels Aussage. Aber vermutlich muss er es selbst auch sagen. Der arme Teufel, er hatte wirklich nichts zu sagen. Überhaupt, viele Leute gehören hier gar nicht her. Auch Kaltenbrunner wäre nicht hier, wenn Himmler da wäre. Seine Unterschriften auf zahllosen Dokumenten versucht Ernst Kaltenbrunner im Zeugenstand herunterzuspielen oder er bestreitet deren Echtheit. Sein hartnäckiges Leugnen erzeugt Bewunderung. Ein Verteidiger nennt ihn den Mann ohne Unterschrift. Filmaufnahmen, die amerikanische Kameraleute bei der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen bei Linz gedreht haben, sind den im Gerichtssaal Anwesenden noch aus Nazi-Concentration-Camps in Erinnerung. Die Anklage wirft Ernst Kaltenbrunner unter anderem vor, er habe dort bei seinen Besuchen an Hinrichtungen teilgenommen, den Bau der Vergasungsanlage angeordnet und 1945 den Befehl Himmlers weitergeleitet, die überlebenden Häftlinge zu liquidieren. Sie haben mich gefragt, wer diesen Befehl auf Tötung von Häftlingen am Kriegsende in Mauthausen gegeben hat. Darauf antworte ich, ein solcher Befehl ist mir nicht bekannt. Ich habe einen einzigen Befehl nach Mauthausen gegeben, der zum Inhalt gehabt hat, das gesamte Lager und alle Häftlinge sind ohne jede Misshandlung dem Feinde zu übergeben. Julius Streicher hat als Herausgeber des antisemitischen Hetzblatts Der Stürmer, so die Anklage, zum Judenmord angestiftet. Als Zeitungsmann, so verteidigt sich Streicher, habe er mit Morden nichts zu schaffen. Der Prozess sei himmelschreiendes Unrecht. Streicher beklagt sich im Gerichtssaal, dass ihm die Anklagebehörde einen antisemitischen Verteidiger verweigert habe. Wie ich es haben wollte, und ich möchte dem Gericht das bekannt geben. Ich bitte fest, dass mir vor diesem Internationalen Militärgerichtshof eine unbehinderte und damit gerechte Verteidigung nicht möglich gemacht worden ist. Karl Dönitz meint, keiner seiner Marineoffiziere hätte Streicher mit seiner schmutzigen Weste auch nur mit der Feuerzange angefasst. Der Großadmiral beschwert sich, es sei schlimm genug, die ganze Zeit bei Gericht dabei sitzen zu müssen, und er sei froh, dass sein Fall nun bald verhandelt werde. Die Anklage wirft dem ehemaligen Befehlshaber der U-Boot-Armada Weisungen vor, dass Besatzungen auf schiffbrüchige Feinde schießen sollten, statt sie zu retten. Großadmiral Dönitz streitet die Beteiligung an solchen Kriegsverbrechen vehement ab. Am 8. Mai 1946, genau ein Jahr nach der deutschen Kapitulation, geht Dönitz selbstbewusst in den Zeugenstand. Wir haben also selbstverständlich alle Anklagepunkte, die wir kannten, genauestens durchgesprochen. Besonders die, die uns beide am meisten interessierten, nämlich die den Seekrieg, den U-Boot-Krieg anging. Ich habe vielleicht den Fehler gemacht, die anderen Dinge zu unterschätzen. Und da ist er in seinem Kreuzfeuer ja auch nicht so sehr glücklich gewesen. Und ich muss auch wieder sagen, in seinen politischen Äußerungen war ich von vornherein völlig anderer Ansicht und fand die also ziemlich schlimm. Er sagte ja immer, und das war ehrlich, er hat Hitler
bis in die letzte Zeit hinein für einen ganz großen Mann gehalten. Vor allem mit der antisemitischen Einstellung seines Mandanten hat Kranzbühler Schwierigkeiten. Haben Sie sich vor diesem Auslandsaufenthalt oder nach Ihrer Rückkehr 1935 bis zu Ihrer Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine im Jahre 1943 irgendwie politisch betätigt? Ich habe mich politisch betätigt erst am 1. Mai 1945 als Staatsoberhaupt wurde, vorher nicht. Es war sowohl eine arbeitsmäßige Belastung bis an die Grenzen des physisch Möglichen, wie auch eine seelische Belastung, denn es stand ja immer ein Todesurteil im Hintergrund. Aber die Linie war für mich völlig klar, schon deshalb, weil ich von der Unschuld meines Mandanten überzeugt war. Also ich brauchte nicht wie viele der anderen Verteidiger erstmal über meinen eigenen Schatten zu springen. Und ich hatte in Dönitz einen Mandanten, der auf der einen Seite wunderbar Bescheid wusste, ein fantastisches Gedächtnis hatte, im Gegensatz zum Beispiel zu Ribbentrop, der von all seinen Verträgen nichts mehr wusste. Der Verteidiger war verzweifelt. Und der mir völlig freie Hand ließ. Einen Hauptvorwurf der Anklage, Dönitz' U-Boote hätten ohne Vorwarnung Handelsschiffe versenkt, kann der Verteidiger entkräften. US-Admiral Nimitz bestätigt, dass die Pazifikflotte der USA sich ebenso verhalten habe. Albert Speer hat eine Verteidigungsstrategie, die von den anderen Angeklagten abgelehnt wird. Übernahme allgemeiner Verantwortung, Abstreiten persönlicher Schuld. Der Sklaventreiber für die Rüstungsbetriebe Fritz Saukel soll, so Speers Kalkül, für die gemeinsam begangenen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hatte seinem Vorgesetzten 8 Millionen ausländische Zwangsarbeiter beschafft. Als Rüstungsminister hat Speer auch KZ-Häftlinge in seinen Betrieben eingesetzt. Die Kenntnis der grausamen Behandlung streitet Speer wider besseres Wissen ab und belastet Fritz Saukel. Wie kam diese Sitzung zustande? Sie wurde auf Wunsch Hitlers einberufen. Aus welchem Grund? Um die Streitigkeiten zwischen Saukel und mir zu beenden. Was war die Entscheidung Hitlers? Die Entscheidung war ein unbrauchbarer Kompromiss, wie oft bei Hitler. Die Sperrbetriebe sollten aufrechterhalten werden. Und Saukel ließ sich dazu den Auftrag geben, 3,5 Millionen Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten zu holen. Dabei gab Hitler schärfste Weisung über OKW an die Militärbefehlshaber, den Forderungen Saukels mit allen Mitteln nachzukommen. Speers Strategie scheint aufzugehen. Er bauscht eigene Widerstandspläne auf. Immerhin habe er Hitlers Politik der verbrannten Erde im letzten Moment verhindert, verteidigt er sich. Speer leugnete, von Vernichtungsplänen und Vernichtungslagern gewusst zu haben. Aber für den Militärapparat, die Militarisierung, die Sklavenarbeit, hat Speer grundsätzlich Verantwortung übernommen. Jackson hat kein Schuldeingeständnis eines Angeklagten bekommen, aber er hat einen, der sich bekennt, der den Bemühungen der Anklage wohlgesinnt ist. Speers unbewiesene Behauptung, er habe gegen Kriegsende gar den Diktator selbst umbringen wollen, kommentiert Hermann Göring mit den Worten, wir hätten ihm nie vertrauen sollen. Wollten Sie das Attentat selbst durchführen? Warum scheiterte diese Ihre Absicht? Ich möchte über die Einzelheiten hier nicht weiter mich ausführen. Ich konnte es nur persönlich durchführen, weil seit dem 20. Juli
nur ein engerer Kreis noch Zutritt zu Hitler hatte. One who probably impressed me the most was Albert Speer. Am meisten beeindruckt hat mich Albert Speer. Nicht gleich am Anfang, aber später, während der Beweisaufnahme. Er war einer der wenigen, die sich beinahe schuldig bekannt hätten. Er war wahrscheinlich der aufrichtigste von allen. Und ich war außerordentlich beeindruckt wegen seiner Versuche, ganz am Ende des Krieges, Hitlers Befehl der verbrannten Erde, der Zerstörung von allem, zu sabotieren. Thwart Hitler's orders for the scorched earth, destruction of everything. Es war mir ab Anfang Februar klar geworden, dass Hitler mit allen Mitteln, ohne Rücksicht auf das eigene Volk, den Krieg fortsetzen wollte. Es war mir klar, dass er beim Verlust des Krieges sein Schicksal mit dem des deutschen Volkes verwechselte und dass er in seinem Ende auch das Ende des deutschen Volkes sah. Es war außerdem klar, dass der Krieg so vollständig verloren war, dass auch die bedingungslose Kapitulation angenommen werden musste. Robert Jackson ist zufrieden, dass der Angeklagte Albert Speer die Einheitsfront der anderen durchbrochen hat. Gute Manieren, freundliches Auftreten und öffentliche Reue reichen offenbar, um das Gericht zu beeindrucken. Nach über 200 Verhandlungstagen ziehen sich die 8 Richter zurück. Sie allein entscheiden über Urteile und Strafmaß. Erst danach wird die Frage beantwortet sein, ob man von nun an Regierungen für Staatsverbrechen zur Rechenschaft ziehen kann. Für Robert Jackson sind die notwendigen Beweise für die Schuld der Angeklagten erbracht worden. Der Fall war gelaufen. Die Beweise waren überwältigend. Die Angeklagten waren nicht imstande gewesen, sich zu rechtfertigen oder ihre Unterschriften abzustreiten, ihre Anwesenheit bei Konferenzen, ihr Wissen um all die Aspekte der Anklagepunkte. Gegen Ende der Verhandlung war sich Jackson also sicher, dass er als Ankläger seinen Job gemacht hatte. Er war einigermaßen besorgt, was die Richter nun tun würden. Er erwog nicht einmal die Möglichkeit, dass der Fall verloren werden könnte, dass es zu Freisprüchen kommen könnte bei einer großen Anzahl individueller und einzelner Anklagepunkte. Robert Jackson ist sicher, von nun an wird kein Staatsführer und kein General mehr sagen können, der Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Am 31. August 1946 bekommen die Angeklagten die Gelegenheit zu einem Schlusswort. Die meisten behaupten, sie hätten persönlich in gutem Glauben gehandelt oder Befehle befolgt. Hermann Göring gibt nun auch die letzte Schlacht für seinen Führer verloren. Hitler, so verrät er dem Gerichtspsychologen, habe sich selbst verurteilt. Ich habe keinen Krieg gewollt oder herbeigeführt. Ich habe alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden. Als er ausgebrochen war, tat ich alles, den Sieg zu sichern. Wilhelm Keitel. Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Es ist tragisch, einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde. Und dass ich nicht sah, dass auch der soldatischen Pflichterfüllung eine Grenze gesetzt ist. Das ist mein Schicksal. Albert Speer. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk gekommen. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen.
Die Welt aber wird aus dem Geschehen lernen, die Diktatur als Staatsform nicht nur zu hassen, sondern zu fürchten. 4 Wochen lang beraten die Richter. Das Herzstück der Anklage, der Vorwurf der Verschwörung, bereitet vor allem den Amerikanern Probleme. Kann man in einem machtlosen Ja-Sager wie Wilhelm Keitel einen ruchlosen Verschwörer sehen? Oder verstecken sich alle Beteiligten an den maßlosen Verbrechen nur hinter Hitler? Manches Urteil fällt schnell. Andere Angeklagte sind heftig umstritten. Die französischen Richter scheuen die Todesstrafe, desgleichen den Freispruch. Die sowjetischen Richter sind überzeugt, dass alle ausnahmslos ihr Leben verwirkt haben. Oktober 1946. Noch einmal blickt die ganze Welt auf Nürnberg. Das internationale Militärtribunal soll an diesem Tag über das Schicksal der angeklagten Naziführer entscheiden. Die Angeklagten betreten einzeln den Saal. Filmaufnahmen der Szene sind verboten, doch Radioreporter und Zeitungsjournalisten sind zugelassen. Als erster erscheint Hermann Göring, doch es gibt technische Probleme. Göring war nicht in der Lage, Lord Lawrence zu hören. Er sagte, etwas sei mit seinen Kopfhörern nicht in Ordnung. So gab es eine merkwürdige Verzögerung bei Göring. Sie nahmen ihm die Kopfhörer weg und gaben ihm ein anderes Paar. Dann stand Göring auf und Lord Lawrence verkündete das Urteil. Angeklagter Hermann Wilhelm Göring. Aufgrund der Anklagepunkte, derer Sie schuldig gesprochen wurden, verurteilt Sie das internationale Militärtribunal zum Tod durch den Strang. Angeklagter Rudolf Hess. Aufgrund der Anklagepunkte, derer Sie schuldig gesprochen wurden, verurteilt Sie das internationale Militärtribunal zu lebenslänglicher Haft. Angeklagter Joachim von Ribbentrop. Aufgrund der Anklagepunkte, derer Sie schuldig gesprochen wurden, verurteilt Sie das internationale Militärtribunal zum Tod durch den Strang. Angeklagter Julius Streicher. Aufgrund der Anklagepunkte, derer Sie schuldig gesprochen wurden, verurteilt Sie das internationale Militärtribunal zum Tod durch den Strang. Alle Angeklagten bekamen ihre Urteile. 3 wurden freigesprochen, 7 erhielten unterschiedliche Zeitstrafen und 12 bekamen die Todesstrafe an diesem Tag. Sehr ernst nahmen sie die Urteile entgegen. Es gab keine Gefühlsausbrüche im Saal. Ein sehr formelles Ereignis. Auch für Alfred Jodl und Wilhelm Keitel, Fritz Saukel und Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank und Alfred Rosenberg heißt das Urteil Tod durch den Strang. Martin Bormann wird in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Baldur von Schirach und Albert Speer kommen mit 20 Jahren Gefängnis davon, Karl Dönitz mit 10. Für seinen Verteidiger ist das hinsichtlich der Bedeutung seines Mandanten fast einem Freispruch gleichzusetzen. Da hatte man eben doch den Eindruck, dass man an einem Verfahren teilnimmt, in dem dann doch die ganze Wucht eines verlorenen Krieges und auch die Wucht eines begangenen Unheils auf einige wenige Menschen sich konzentriert. Hitlers Vizekanzler Franz von Papen, Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht und der Goebbels-Mitarbeiter Hans Fritzsche sind freigesprochen worden und zeigen sich erleichtert der Presse. Im Nürnberger Gefängnis werden die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verschärft. Man möchte keinen Selbstmord eines der Todeskandidaten riskieren. Alle 11 sollen bereit sein für den Galgen. In den Zellen bereiten sich die Naziführer auf ihre Hinrichtung vor. Hermann Göring bittet darum, erschossen zu werden. Sein Gesuch wird abgelehnt. Schon vor Monaten hat er sich mit dem amerikanischen Wachsoldaten Tex Willis angefreundet,
der für ein signiertes Foto offenbar gerne Utensilien aus dem Gepäckraum für Göring besorgt. Die Hinrichtungen sind auf den 16. Oktober angesetzt. Rund um die Uhr werden die Häftlinge angestrahlt und beobachtet. Göring weiß, was ihm in der Nacht bevorsteht. Plötzlich sieht ein Wächter, wie er einen Arm übers Gesicht legt und kurz darauf zu röcheln beginnt. Er stirbt binnen weniger Minuten. In seinem Abschiedsbrief behauptet Göring, er habe die Cyankali-Kapsel seit seiner Verhaftung bei sich getragen. Eine weitere wird später im Gepäckraum gefunden. Nur ein paar Journalisten dürfen in dieser Nacht über die Hinrichtungen berichten. Hier ist Arthur Gaith mit einem Bericht aus Nürnberg für den Vereinigten Amerikanischen Rundfunk. Ich war Augenzeuge der Hinrichtung der welken, verdorbenen Blüte des Nazitums. Dort, in der 43 x 78 Fuß großen Halle, die die Streitkräfte bis letzten Sonntag für ihre Basketballspiele genutzt hatten, fanden wir die Hinrichtungskammer vor. Es war gerade 7:01 europäischer Zeit, als der amerikanische Sergeant Woods und sein Assistent das Gerüst bestiegen und mit Seil und Kapuze ihre Plätze einnahmen. Im Gefängnis wurde Befehl gegeben, den ehemaligen deutschen Außenminister Joachim von Ribbentrop aus Zelle 7 zu holen. Langsam erklomm er die 13 Stufen. Ribbentrop reagierte merkwürdig auf die erteilte Erlaubnis, seine letzten Worte äußern zu dürfen. Er sprach eindringlich, ich zitiere, Gott schütze Deutschland, Gott sei meiner Seele gnädig. Dann die Kapuze, die Falltür und von Ribbentrop starb um 1.29 Uhr, 15 Minuten später. Der grün gekleidete, aschfahle 62-jährige Wilhelm Keitel war bereits hereingeführt worden, in Begleitung einer Eskorte von 3 Militärs und einem protestantischen Pastor. Die Falltür wurde geöffnet auf dem Schafott Nummer 2 und der Tod trat um 1.33 Uhr ein. Zutiefst verstört, blass, an seinen Narben deutlich zu erkennen, erklomm der 43-jährige Dr. Ernst Kaltenbrunner die Stufen und tat seine letzte Äußerung. Ich bereue, dass Verbrechen begangen wurden, an denen ich aber keine Schuld hatte. Viel Glück, Deutschland. Wir hatten alle erwartet, dass während der Prozedur einmal der Ruf Heil Hitler erschallen würde. Der fanatische Judenhetzer Julius Streicher bellte diesen Gruß heraus, als er die 13 Stufen emporstieg und ließ ihm die Worte folgen, jetzt gehe ich zu Gott. Streicher, einer der verachtenswertesten Charaktere der deutschen Geschichte, nahm den Tod nicht leicht. Hermann Görings Leiche wird zu den anderen gebracht und fotografiert. Die sterblichen Überreste der Naziführer und Militärs werden noch in der Nacht nach München gebracht und verbrannt. Die Asche streut man in einen Seitenarm der Isar. Die zu Zeitstrafen Verurteilten werden ins Kriegsverbrechergefängnis nach Berlin-Spandau gebracht. General Telford Taylor wird in den nächsten Jahren die sogenannten Nachfolgeprozesse organisieren. 12 Verfahren gegen Ärzte, Militärs, Industrielle, Ministerialbeamte und die Schergen der SS. Robert Jackson hatte sich zum Ziel gesetzt, dass sich fortan Diktaturen nie wieder hinter der Maske des souveränen Staates verbergen können. Die Beteiligung der Sowjetunion beeinträchtigt seinen Erfolg, doch die Nürnberger Urteile werden in der Charta der Vereinten Nationen verankert. Der wohl wichtigste Beitrag des Internationalen Militärtribunals war, ein für alle Mal im Völkerrecht Kriege als Verbrechen zu deklarieren. Es ist der Krieg, der Angriffskrieg, der all den anderen Verbrechen zugrunde lag, die wir den Nürnberger Angeklagten nachgewiesen haben. We proved against the Nuremberg defendants. Erst ein halbes Jahrhundert später wird Robert Jacksons Vision, eine Wiedergeburt, im Internationalen Strafgerichtshof von Den Haag feiern.